Morgen, Herr Bender. Wie fühlen Sie sich denn heute? Ein bisschen schwach. Ja, liebe Kolleginnen, wie die Ergebnisse aus dem Labor bestätigt haben, leidet Herr Bender unter peripherem arteriellem Verschluss im Bereich der Arme. Ja, es gäbe da schon eine gerade in den USA entwickelte neue Behandlungsmethode, aber... Ja, in Ihrem Fall gibt es da leider ein kleines Problem, aber ich denke, wir sind zu einer ganz guten Lösung gekommen. Wieso Problem? Sie sagten noch, es gibt eine Behandlungsmethode. Ja, schon, aber... Krankenkasse, Krankenkasse, nicht privat, nicht privat. Zahlt uns nicht die Kasse, zahlt uns nicht die Kasse, nicht privat, nicht privat. Zahlt nicht die Kosten, zahlt nicht die Kosten, keinen Cent, keinen Cent. Naja, trotzdem gute Besserung und schönen Tag noch. Hier sind Sie. So, Kinder, das Spiel ist aus. Amen. Tut mir leid, Herr Bender, wir haben in letzter Zeit einige Probleme mit falschen Ärzten. Das braucht ihr aber gar nicht groß zu stören, weil wir haben positive Nachrichten für Sie. Ja? Was denn? Sie haben Glück gehabt. Sie haben einfach großes Glück gehabt. Das Kribbeln im Arm war falscher Alarm und kam von der Psyche her. Schu, 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 wie du. Keiner ist hier so gesund wie du. Jetzt packt die Sachen, wir schauen zu. Dann gibt's ein freies Bett.